So, liebe Leute, willkommen zurück mit Heinrich und ja, wir müssen uns auf die Suche nach dem Moldavit, also dem Edelstein für das Diadem machen. Denn es ging verloren. Was auch sonst. Aber ich sehe hier gerade, Moment, ist das hier der Metzger? Fleischer. Ich bräuchte Wildfleisch, guter Mann. Lass uns handeln. Es ist halt die Frage, gilt jetzt auch Dörrfleisch? Oder muss es Wildfleisch sein? Das ist jetzt natürlich wieder super. Ein Metzger, der kein Wildfleisch hat. Wärst du doch verrückt. Da wirst du doch verrückt. Okay. Ja. Gut, reiten wir also erstmal zurück, um die andere Quest hier in Sasa zu erledigen. Oh, ich glaube, das war jetzt nicht so geschickt. Ah, Pebbles hat alles im Griff. Ja. Es scheint aber auch kein Badehaus zu sein, was ich da vorhin gemeint habe. Hier ist der Schmied. Na, dann gucken wir mal. Von Anfang an. Die Sonne senkt sich vom Himmel, sacht, wird eins mit der Glut mit aller Macht. Tatsächlich. Der brabbelt vor sich hin. Weit und fern, drum bleib ich hier, mein Augenstern. Was hat er denn? Der Mikesh. Gott sei mit dir. Es heißt, du wärst der beste Schmied in der Gegend. Metall, das du härtest, bricht nie. Pah, Altweibergeschichten. Natürlich sind wir schon Stücke zerbrochen, aber immer nur in der Schmiede. Du musstest noch nie etwas noch einmal überarbeiten? Könnt mich nicht entsinnen, aber kann mir ja kaum alles merken. Mein Vater war auch Schmied. Können wir das schaffen? 8, 5, ja, das müssten wir eigentlich schaffen. Soweit ich zurückdenken kann, war Vater Schmied. Er fachte die Esse an, bis die Sacht bullerte. Es roch nach dem heißen Eisen. Dann stieß er es ins Wasser und das war's. Was redest du da? Sachte Rauschen? Hast du jene Esse aus der Nähe gesehen? Da schwitzte wie ein Schwein, und zwar nicht bloß beim Härten, sondern andauernd. Erzähl mir bloß nicht, du wärst je in der Schmiede gestanden. Pah! Saut. Ich würde dich gerne etwas zum Vorgang der Härtung fragen. Da gibt's nicht viel zu sagen. Du brauchst das richtige Augenmaß und eine Esse. Deshalb bin ich so neugierig, wie du es machst. Ich hab's von meinem Vater gelernt. Friede seiner Asche. Und hab nicht vor, unser Geheimnis zu verraten. Also ein Familiengeheimnis? Ganz genau. Und so bleibt's auch. Aha, okay. Reden wir nicht mehr übers Härten. Wollen wir ihn jetzt direkt darauf ansprechen? Manche sagen, du wärst ein Hexenmeister. Was? Scheiße auch, warum behaupten die das? Sie sagen, beim Härten des Stahls sprichst du Zauberformeln, weshalb nie etwas bricht. Zauber? Der ist gut. Es ist kein Zauber, bloß ein Vers für die rechte Dauer, dass mir der Stahl nicht schmilzt. Ah. Na dann. So, was können wir hier jetzt? Ja, komm, lass mal reparieren. Lassen wir reparieren. Okay. Also, es ist einfach nur ein Vers. Höre dir die Verslein des Schmieds an. Sagt er jetzt nochmal was? Oh.
Wir tun mal so, als wären wir hier nur so zu Besuch. Hätten wir vorher vielleicht mal ein bisschen besser aufpassen sollen. So, fängt er jetzt wieder an? Jetzt sagt er natürlich nichts mehr, ne? Er hält. Okay, das bringt jetzt auch nichts, hier rumzustehen. Vielleicht kriegen wir das nachher nochmal hin. Aber dann müssen wir mal gucken, Questlog-mäßig. Ich würde sagen, optional wiederhole die Verslein für den Ledetschkower Schmied. Höre dir die Verslein des Schmieds an, okay. Da müssen wir schauen. So, jetzt gab es einen kleinen Cut hier in der Folge. Habt ihr wahrscheinlich gar nicht gesehen, wenn ich es gut zusammengeschnitten habe. Aber ich musste leider kurz unterbrechen. Gut, also hier waren wir stehen geblieben. Er murmelt jetzt nichts mehr vor sich hin. Das ist ein bisschen schade. Gut. Dann. Genau. Optional höre die Verslein des Schmiedes an. Wiederhole die Verslein für den Ledetschkower Schmied. Gut, da müssen wir sowieso nochmal hin. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, wo der verschwundene Moldavit ist. Und dann sollen wir ja auch noch ein bisschen Wildfleisch fürs Kloster holen und sollen da dazu helfen. Also es gibt einiges zu tun. Dann werden wir jetzt aber erstmal... Wie viel Uhr haben wir denn eigentlich? Moment, da müssen wir erstmal checken. 18 Uhr. Na, es ist schon fast ein bisschen zu spät. Dann würde ich schon fast vorschlagen, wir machen es anders. Wir... Während Matthäus und Fritz hier noch rumsitzen... Gucken wir mal, dass wir uns hier in der Schenke einquartieren. Gasthaus zum Fuhrmann, Sasa. Da wird gerade fleißig gewürfelt. Da haben wir einen Bürger. Hier haben wir einen Bürger. Wo ist denn hier der Gastwirt? Der lehnt da. Beste Grüße. Gibt es hier in der Gegend Probleme, bei denen ich helfen kann? Nun... Kommt drauf an, was du so tun würdest. Hier kam vor kurzem ein Lump vorbei, aber wir haben uns um den gekümmert. Hat Reliquien verscherbeln wollen, die Wunder und was weiß ich alles bewirken sollen. Alles nur Tant. Die Leute haben den räudigen Schwindler so schnell davongejagt, dass ihm der Arsch in Flammen stand. Bis nach Ledetschko, glaube ich. Aber dort wird er auch nicht lange bleiben können. Mehr fällt mir nicht ein. Aha. Okay. Gut zu wissen. Kann ich hier schlafen? Aber ja. Für wie lange? Nur diese Nacht. Nur die eine Nacht. Kein Problem, aber du zahlst im Voraus. Hier dein Geld. Dir wird's hier gefallen. Ist wie auf einer Wolke zu schlafen. Na, dann bin ich mal gespannt. Wo kann ich schlafen? Im oberen Stockwerk des Gasthauses. Die Treppe ist draußen. Die zweite Tür. Gibt es hier in der Gegend Probleme, bei denen ich helfen kann? Soweit ich weiß nicht. Gott sei Dank ist es ruhig hier. Alles klar. Mach's gut. So. Dann wollen wir uns doch mal... Sind wir hier richtig? Oh. Falsche Tür, wir sind in der Mitte, ne? Hätte vielleicht mal zuhören sollen. Hier ist unseres. Genau so sieht's aus. Alles klar, dann würde ich mal vorschlagen. 18 Uhr, wir können ja mal gucken, ob wir noch ein bisschen was lesen können. So, was haben wir denn in unserer Truhe? Wir haben hier noch Kunis Schlüssel, ein sehr leichter Bogen, Spitzpfeile haben wir auch noch und die ganzen Karten. 150 verbesserter Spitzpfeil. Die packen wir mal ein und den Spitzpfeil auch. Dann haben wir hier nur noch die ganzen Schatzkarten, die wir auch irgendwann mal angehen müssen. So,
Und dann können wir ja mal gucken, ob wir vielleicht irgendwo noch was zum Lesen finden. Haben wir das schon gelesen, die Speisen des Herkules? Oh, du hast dieses Buch bereits ausgelesen, alles klar. Grundlagen des Reitens, wie sieht's denn damit aus? Ja, sehr schön. Ja, perfekt. Das können wir noch bis 22 Uhr lesen. Und dann können wir uns doch zur Ruhe betten, würde ich sagen. Und schon haben wir verbessert. So. Das haben wir auch ausgelesen. Alles klar, dann haben wir nur noch dieses Messer scharf. Ah, kann man erst ab Stufe 10 lesen. Alles klar, und wir sind jetzt bei welcher Stufe? Fertigkeiten lesen. Bei 7 schon. Oh, guck. Bei Reiten sind wir schon bei 8. Sehr schön. Reparieren. Oh, da müssen wir auch mal ein bisschen nachhelfen. Alchemie könnten wir uns auch mal langsam ein bisschen... Buffs. Das Tragen von Sporen verleiht dir einen Bonus auf die Fertigkeit Reiten. Ah. Sehr schön. Okay. Dann können wir uns doch jetzt eine Runde hinhauen. Und vor... Ja, 9 Stunden sollten reichen. Vorher ist ja eh niemand auf den Beinen. Bei Kingdom Come. So, dann können wir gleich mal gucken, ob unser Speck noch was ist. Nahrung. Wir haben doch Speck gekauft, ja. Den werden wir jetzt erstmal essen. So, 2x Speck reingehauen und schon geht's uns besser. Ach, Speck fällt auch unter Wildfleisch. Alles klar, dann können wir das doch so machen. Dann können wir doch beim Metzger was kaufen. Weil wir haben ja genug Groschen, ne? Also daran soll es ja jetzt nicht hapern. 6.100 Groschen, also. Dann brauchen wir uns da jetzt nicht rummachen mit Wild und hast du nicht gesehen, sondern oder mit Wildern gehen, meinte ich. Sondern da können wir jetzt beim Metzger kaufen und können es dann auch noch abliefern. Gut. Jetzt würde ich aber sagen, die Sachen mal aufgesetzt hier, dass wir geschützt sind und dann mal ab in den Wald geritten. Sind wir hier richtig? Jo, wir müssen auf jeden Fall mal hier hoch. Und sollten uns dann hier mal ein bisschen links halten. Aufpassen, dass wir mit keiner Kuh kollidieren. Schauen wir doch da mal, was uns da erwartet. Bin schon gespannt. So, sollten wir jetzt vielleicht hier hochreiten? Ja, wir reiten hier hoch und können dann da oben den Weg weiternehmen. Mein PC regt mich auf. Moment mal kurz, Leute. Ich muss hier gerade mal fix die Geschichte reparieren. Sonst wird das nie was. Ah. Entschuldigt bitte diesen Zwischenfall. Aber manchmal macht die Gerätschaft das, was es will. Wenn ich die Meldung nicht wegklicke, dann, ihr wisst es ja selber, dann kommt die immer wieder und es nervt noch viel mehr. Gut. Etwas komische Folge.
Erst eine Unterbrechung, dann noch Störgeräusche vom Rechner, aber manchmal passiert sowas halt. Bitte um Verzeihung, Leute. Gut, was haben wir hier? Was ist hier los? Gerümpel. Und Stroh. Heu, was auch immer. Mehr gibt's hier aber nicht. War lustig, wie hier alles so offen rumsteht. Ist das Mohn? Ne, Ringelblumen. Nehmen die mal mit, da können wir doch so einen Ringelblumenaufguss machen. Außerdem sollten wir uns ja auch mal in Alchemie ein kleines bisschen verbessern. Dass wir wenigstens wissen, wie wir so die... Standardtränke wenigstens herstellen können. Ne? Das sollten wir schon... Gerade Ringelblumenaufguss, wissen wir ja, wenn es die hier schon mal zuhauf gibt, dann sollten wir da vielleicht auch mal ein paar mitnehmen von. Gut. Sehr schön. Ja, die nehmen wir auch noch mit. Hervorragend. Was haben wir hier drüben? Müsste Löwenzahn sein oder so. Nee, Johanniskraut. Das ist Mohnblume, ist richtig? Ist korrekt? Mohnblume, ja. Alles klar. Ach, echt, sind wir jetzt überladen wegen dem... Meine Güte. Ja, den Bärensbecher können wir auch mal in die Satteltasche packen eigentlich. Das kommt in die Satteltasche, Grundlagen des Reitens, Johanniskraut können wir auch in die Satteltasche packen, Mohnblume ebenfalls. Ringelblume ebenfalls. Schmiedeset und Rüstungsset. Das packen wir auch mal da rein. So, und weiter geht's. Wo müssen wir genau hin? Ach ja, da hoch und dann links. Alles klar. Ja. Oh, ein interessanter Ort. Hier. Tatsache. Was ist hier so interessant? Löwenzahn. Nehmen wir mit. Ja, sonst gibt's hier leider nichts, ne? Das ist ein bisschen schade, dass da die Sachen immer so extrem verstehen. Oder... Ich habe noch keinen so wirklichen Durchblick, ob man an interessanten Orten immer was findet. Oder nur manchmal. Das ist so das, wo ich noch nicht so wirklich durchgeblickt habe. Also wie hier. Da sieht man das jetzt nicht so aus, als wäre da noch irgendwas. Schade. Ja. Aufsitzen, nicht pfeifen. Heinrich. Ja. Moment, sind wir jetzt eigentlich richtig? Jetzt reiten wir. Wir reiten in die falsche Richtung. Ja. Aber da ging doch der Weg gar nicht weiter. Doch, ach, hier runter. Bisschen langsam machen. So, hier wurde also zuletzt irgendwo gesehen. Hm. Der kann ja jetzt wirklich überall sein. Gemacht. Okay, da vorne, wo ich gucken wollte, kann er nicht sein. Vielleicht mal ein bisschen am Ufer entlang reiten, ne? Ist er ins Wasser gefallen?
Hm. Oh, da ist jemand. Da war doch irgendjemand. Da vorne. Es könnten natürlich wieder Banditen sein. Man weiß es nicht. Okay, liebe Leute, dann mache ich aber an dieser Stelle einen Cut und wir sehen uns zur nächsten Folge. Dann gucken wir mal, ob das Banditen sind oder wie wir hier in der Geschichte vorgehen. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.